Plündern, das Looten, war definitiv eine großartige Ergänzung für Star Citizen. Die Spieler können das Universum erkunden und nach interessanten Dingen suchen. In 3.17 wird Loot viel spannender und wertvoller für alle Spieler sein. Bis jetzt bekamen die Spieler denselben Loot an unterschiedlichen Orten, sodass man nach Korea oder in eine Höhle oder zu einem Outpost gehen konnte und möglicherweise den gleichen Inhalt bekam. Für 3.17 ändert das CRG nun. Jetzt werden die Inhalte für jeden Ort maßgeschneidert. Da bisher alle Inhalte als gewöhnliche Inhalte galten, also Inhalte, die man generell überall in Läden kaufen konnte, fügt CIG jetzt das Konzept der Rarität der Seltenheit hinzu. Es gibt drei Arten von Seltenheit: gewöhnliche, ungewöhnliche und die seltenen Objekte. Die ungewöhnliche Sorte sind Gegenstände, die ab 3.17 nicht mehr in den Läden erhältlich sein werden, zum Beispiel Sicherheits- oder Pilotenrüstungen, das heißt Inhalte, die nur für eine bestimmte Gruppe von Leuten bestimmt sind. Um die Seltenheit zu einer praktikablen Option zu machen, war es immer die Absicht, einige Gegenstände aus den Läden zu entfernen. Die seltenen Gegenstände sind definitiv diejenigen, die für alle spannend zu erlangen sein werden. Erwartet nicht, dass es einen hohen Prozentsatz an Spawns dieser Gegenstände geben wird. CIG ist sehr darauf bedacht, dass nur ein kleiner Teil davon im Verse spawnen wird. Für seltene Gegenstände gilt mehr oder weniger die gleiche Philosophie wie für Schiffe. Seltene Gegenstände werden also irgendwann im Lootpool landen und in verschiedenen Lootkisten zu finden sein. Da das Finden von Loot eine so große Rolle spielt, muss CIG den Spielern die Möglichkeit geben, diesen Loot auch zu verkaufen. Um dies zu ermöglichen, wird CIG das Shop-System und die Item-Shops mit einem brandneuen Kiosk-Terminal aktualisieren, der ein viel besseres Benutzererlebnis bietet und es ermöglicht, eure verschiedenen Items zu verkaufen. In seiner ersten Iteration ab Alpha 3.17 wird das System, das bestimmt, was, wo und für wie viel verkauft werden kann, zuerst sehr einfach sein. Wenn ein Laden eine bestimmte Art von Gegenständen verkauft, zum Beispiel Waffen oder Schiffsteile, könnt ihr diesem Laden auch Gegenstände dieser Art verkaufen, anbieten. Der Ankaufspreis des Ladens beginnt bei 90% des Preises, für den der Laden den Artikel verkauft, und fällt je nach aktuellem Bestand auf bis zu 50%, wenn der Laden absolut voll mit diesem Artikel ist. Wenn der Laden genau diesen Artikel regulär gar nicht verkauft, wird der Preis generell auf 50% gesenkt, weil er ihn sowieso nicht auf Lager haben will. Dabei spielt natürlich auch die Seltenheit eine Rolle, aber im Grunde genommen bestimmen die Grundpreise der Gegenstände, wie viel sie im Verkauf bringen. Es gab eine kleine Anpassung der Preise, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass bestimmte Gegenstände jetzt nicht mehr in den Läden zu finden sein werden, sondern diese Gegenstände in Kisten auf der ganzen Welt sehr schwer zu finden sein werden. Und natürlich werden die Pico Balls der wertvollste Gegenstand im gesamten PU sein. Eine der Funktionen, über die sich CIG sehr freut, ist, wenn ihr etwas mit Aufsätzen verkauft, könnt ihr diese Aufsätze im Verkaufsinterface des Kiosks abmontieren, demontieren, damit ihr sie nicht mitverkaufen müsst. Angenommen, ihr wollt ein Scharfschützengewehr verkaufen und habt ein schönes Zielfernrohr darauf, dann könnt ihr diesen Aufsatz entfernen und behalten. Ein Problem, dessen sich CIG bei allen Schnittstellen bewusst ist, die mit Gegenständen dieser Art zu tun haben, ist das Stapeln von Objekten im Verkaufsinterface. Das Stapelsystem im persönlichen Inventar und jetzt auch in diesem Shop-Bildschirm, der dieselbe Stapelmethodik verwendet, bedeutet, dass es ein wenig lästig sein kann, große Mengen desselben Gegenstands zu verschieben. CIG hat keine sofortige perfekte Lösung für das Stapeln von identischen Gegenständen, aber kurzfristig haben sie zumindest eine Übergangslösung gefunden, bei der es zunächst einen Schnellverkaufsbutton auf jedem Gegenstand in der Liste gibt. Der Fairness halber eine Warnung. Zurzeit gibt es keine Buyback-Buttons. Wenn ihr also etwas verkauft, ist es weg. Seid also vorsichtig. Und natürlich möchte CIG, dass der Lagerbestand persistiert. Heißt, wenn ihr Gegenstände verkauft, hat das nachhaltig Auswirkungen auf den Bestand des Ladens, der dann von anderen Spielern wieder eingekauft werden kann.
CRG ist sich zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Videos noch nicht sicher, ob diese Persistenz bereits in 3.17 implementiert werden wird, aber es ist definitiv ein Ziel für die Zukunft. Sie werden beobachten, wie Spieler diesen neuen Kiosk-Terminal nutzen und wie viele Dinge sie verkaufen, um sowohl die Menge des Loots als auch den Preis der einzelnen Loot-Objekte zu balancen. Sie sind auch sehr an jedem Feedback interessiert, das sie für die Benutzererfahrung dieses Verkaufs-Gameplays erhalten. Also lasst CIG bitte wissen, wie es läuft. Denn das Ziel ist es natürlich, dieses Spielerlebnis im Laufe der Zeit immer besser zu machen. Die Fortschritte bei der Generierung von Loot und der Implementierung der entsprechenden Verkaufsmöglichkeiten sind zwei Schlüsselaspekte eines jeden MMOs. Ab Alpha 3.17 werden die Spieler und Spielerinnen also nun dafür belohnt, dass sie sich in das gefährliche Unbekannte wagen, um ihr Glück zu suchen. Und weil das Unbekannte so gefährlich sein kann, lasst uns einen Blick auf den aktuellen Stand des medizinischen, des Medical Gameplays werfen, was für Alpha 3.17 angepasst und verbessert wird. Die Reaktionen auf die Heilungsmechanik waren sehr ermutigend. Die Community hat sich sehr für das Feature engagiert und auf Reddit hat jemand einen Überlebensleitfaden gepostet, und zwar noch vor der Veröffentlichung des eigentlichen Features. Es war wirklich cool zu sehen, wie begeistert die Leute von diesem Feature waren. Es ist ein sehr umfangreiches System, das aus vielen verschiedenen Teilen besteht, und so war es eine Menge Arbeit, alles zum Laufen zu bringen. Es war toll zu sehen, dass die Leute glücklich und begeistert von den verschiedenen Aspekten des Medical Gameplays waren. Vor allem das Krankenbett, in dem man liegt, gibt einem das Gefühl, dass es ein echtes Krankenhaus und ein echter Ort ist und man wirklich dort liegt und gesund wird. Den Spielern gefällt die Tatsache, dass der Tod jetzt eine gewisse Konsequenz hat, dass es ein Gefühl der Kontinuität gibt. Spieler und Spielerinnen sterben nicht mehr einfach, despawnen und respawnen dann irgendwo ohne Konsequenzen. Wenn man stirbt, dann ist auch die Leiche etwas, das die Spieler suchen können, wenn sie wertvolle Objekte zuvor am Körper trugen. Das, woran CRG gearbeitet hat, ist eine Tier-Zero-Implementierung, quasi das blanke Knochengerüst. Ergo, es gibt noch so viel mehr zu tun. Es gibt ein paar Dinge, die CRG seit der Erstimplementierung behoben hat und die mit 3.17 herauskommen sollen. Das Feedback, dass der Blutungseffekt zu stark ist, hat CRG auf jeden Fall behoben. Das war leider ein Versehen von CRG, aber sie haben den Schweregrad von Blutungen verringert, damit die Spieler nicht anfangen zu bluten und dann 2 Sekunden später tot umkippen. Thema Instant Death. CRG wollte nicht, dass jemand mit einem einzigen Pistolenschuss in den Kopf sofort tot ist. Sie haben eine Reihe von Problemen gelöst, die das verursacht haben. Sie haben auch Rückmeldungen erhalten, dass Hunger, Durst und auch das Statussystem im Allgemeinen nicht zwischen den Spielsessions Bestand hat, also persistiert. Jetzt bleiben die meisten dieser Werte zwischen den Logins erhalten. Eure Gesundheit, Verletzungen, Hunger und euer Durst. Your hunger and thirst, so we'll see that gameplay back in the PU properly. Auch hat CRG einige Rückmeldungen zu den Verbrechensstatistiken erhalten. Wenn ihr zum Beispiel eure eigene Leiche mit dem Schiff rammt, erhaltet ihr dafür einen Crime-Stat, und das ist natürlich nicht so toll. Auch solche Fehler wurden nun behoben und sollten ab Alpha 3.17 nicht mehr vorkommen. Für einige Verletzungsoptionen hat CRG einen Wahrscheinlichkeitsfaktor eingebaut. Fällt man nun beispielsweise von einem Baum, kann man sich ein Bein brechen oder wie eine Katze landen. Um das zu erreichen, hat CRG ein kleines Zufallselement eingebaut, das nicht linear skaliert. CRG hat häufig eher unglücklich entstandene Verletzungen registriert, die nicht zwingend was mit Spielspaß zu tun haben, und hoffen, damit einen Lösungsansatz gefunden zu haben. Über Alpha 3.17 hinaus, da gibt es noch viele andere Dinge, die CRG verbessern möchte, zum Beispiel das Body-Dragging. CRG weiß, dass das im Moment nicht so toll ist, wenn man jemanden in oder aus einem Aufzug heraus oder hereinziehen will. Das kann sich ein wenig schwierig gestalten. Das möchten sie auf jeden Fall verbessern. Einigen Leuten ist es egal, ob sie sich verletzen, dann drücken sie Alt F4, um dann später wieder in ihrem Schiff zu landen und weiterzuziehen. Und das wird in Zukunft dann nicht mehr möglich sein, wenn CRG einige wirklich große Änderungen vornimmt. Aber zugegeben, das ist noch in weiter Ferne. Genau wie Permadeath, die Verschlechterung eurer DNA-Struktur, das sogenannte DNA Degradation, was für die Respawn-Berechnung später benötigt wird. Also zuerst das Klonen, wo der Klon immer
eine schlechtere Qualität erhält und dann irgendwann nur noch die Option, als quasi sein nächster Verwandter zu spawnen. All das sind Dinge, von denen CRG ziemlich sicher ist, dass sie irgendwann in ferner Zukunft ins Spiel kommen werden. Sie haben schon eine Vorstellung davon, wie sie das entwickeln können und wie die Mechaniken funktionieren werden. Und sie haben noch viele andere Rückmeldungen erhalten, die bisher noch nicht berücksichtigt wurden. Der Grund dafür ist, dass CRG noch keine feste Vorstellung davon hat, wie sie darauf eingehen wollen oder können, auf diese Rückmeldungen. Denn CRG will keine Versprechungen mehr machen, die sie nicht einhalten können. Ja, und das war's für diese Woche mit der Übersetzung des Inside Star Citizen. Diesmal gab es wieder keine zusätzlichen Erklärungen. Ich hoffe und bin sicher, dass es demnächst mal wieder Videos geben wird, wo sich ein tieferer Blick lohnen wird mit Zusatzerklärungen etc. Diese Woche ist das nicht der Fall. Wer einen umfassenderen Blick auf die Welt der Community und der Star Citizen Entwicklung haben möchte, der schaut rein bei CITGO. Jeden Samstag gibt es dort die wöchentlichen Verse News auf seinem YouTube-Kanal und wer täglich am Ball bleiben möchte, der schaut gerne rein bei PsychShot auf seinem Twitch-Kanal. Dort gibt es einen Streamplan und der guckt sich nicht nur das Spiel an, sondern bespricht eben auch das, was gerade an aktuellen News vorhanden ist. Ich möchte mich bedanken bei meinen Unterstützern auf tippi.com, mit deren Unterstützung ich es schaffe, die es mir ermöglichen, mein Studio, mein Sprecherstudio hier aufzubauen, weiterzuentwickeln. Apropos, ihr wartet ja alle auf den letzten Teil von Cassandras Tränen. Ich bin zurzeit dabei, mein Studio komplett umzubauen und alle möglichen Veränderungen durchzuführen, weil ich eben auch professionell Hörbücher produzieren möchte. Und da bin ich einfach noch nicht auf dem Qualitätsstandard, den ich gerne haben möchte. Das bedeutet Umbau, Investition. Und wenn ich das alles hingekriegt habe und das einen so qualitativen Stand erreicht hat, dass ich denke, damit könnte man jetzt tatsächlich Hörbücher produzieren, das ist repräsentativ, dann gibt es den letzten Teil von Cassandras Tränen und sicherlich dann natürlich auch weitere Hörbücher, weil das mein großes Ziel ist. Ich baue auch gerade einen Webshop auf oder lasse einen aufbauen, um dort Hörbücher einzusprechen von Manuskripten, die ich dann entsprechend erhalten habe. Das ist aber noch ein bisschen hin, das wird noch bis Mitte des Jahres dauern und da informiere ich euch nochmal. Aber dies sei gesagt, wer sein Buch oder seine Kurzgeschichte einsprechen lassen möchte und veröffentlichen möchte, da könnt ihr mich dann in ein paar Wochen gerne ansprechen und dann geht das los. Genau, so. So viel für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.